ich konnte mir bei Namco Bandai Ridge Racer Unbounded angucken. Das kommt von den Bugbear Studios. Die haben vorher Flatout 1 und 2 gemacht. Also haben eigentlich nicht so viel mit Ridge Racer zu tun. Jetzt machen sie plötzlich das neue Ridge Racer. Es gab eine Präsentation und uns wurde hauptsächlich der Editor gezeigt. Das ist nämlich was ganz Neues bei Ridge Racer. Man kann sich eigene Strecken bauen, allerdings nicht in der Art, wie man es vielleicht aus Mod Nation Racers kennt, sondern eher in Blöcken. Also es erinnert im Ursprung ein bisschen an Tetris. Man kann also so einen L-Block bauen als Strecke, aber da jeden einzelnen Pixel dieses Blocks kann man quasi einen als Streckenteil bestimmen. Also es ist dann entweder eine Kurve, ein Tunnel, eine Brücke. Das kann man dann immer wieder benutzen. Es gibt eine Maximalgröße, aber die ist ziemlich groß. Wenn man die voll ausnutzen würde, dann wären die Strecken super lang. Es würde also keinen Spaß machen. Man kann Rundkurse machen, man kann auch Rennen machen von A nach B. Dann haben wir noch ein bisschen das Rennen an und für sich gesehen, durften leider nicht selbst spielen. Und das, was man da sieht, ist tatsächlich so ein Mix aus Ridge Racer und Flatout. Das heißt, aus Flatout kommen die Zerstörungselemente dazu. Man kann durch alles durchfahren, selbst durch Steinbänke oder sowas. Und aus Ridge Racer kommt das Driften. Und das ist alles sehr Pick-up and Play, sehr leicht eingänglich und sieht super spaßig aus mit Nitro und allem. Grafik ist auch super. Und sie haben uns eine der Strecken gezeigt, die sie mit dem Editor mal eben in der Präsentation innerhalb von 10 Sekunden gebaut haben. Und man würde nicht meinen, dass es mit dem Editor ist. Also richtig schönes Spiel. Ich freue mich drauf. Ridge Racer Unbounded, auf jeden Fall ein Spiel für Rennspielfans, die es ein bisschen arcadiger mögen.